Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Brave Frontier. Ich weiß nicht, ob ich damit schon mal ein Video gemacht habe. Und ich bin jetzt gefühlte 30 Jahre nicht mehr online gewesen und ihr seht, was passiert ist. Ich hatte eben noch mehr, deswegen sind da oben 25 Steine. Und ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich werde mir die nur runterholen, wenn ich sie brauche, die Charaktere. So, jetzt habe ich da 26 und hier kann ich 1000 mal 10. Vor allem in der Ehre kann ich jetzt nochmal 10 mal ziehen. Ja, 2 mal. Aber ich denke, wir ziehen erstmal hier, weil 5 bis 7 Sterne garantiert erhöhte Chancen auf Gilddorf. Hört sich an wie. Ich würde sagen, wir haben 4 Stück da, von den Dings und wir ziehen da einfach mal. Okay. Okay, klar. Also wir ziehen erstmal direkt. So, dann bist du nutzlos. Ich interessiere mich ein bisschen für die öffentliche Welt. Und wer bist du eigentlich? Sag mir deinen Namen. Gott, wenn ich den Ritze. Hey, Ritze. Okay. Wir haben ja noch ein paar Beschwörungstickets. Als ob, Junge. Als ob, Junge. Das ist ein 7 Sterne. Holy moly. Holy shit. Was bist du, Alter? Diese Welt wurde von mir zu retten beschworen. Okay. Where are you? What fucking are you? Stier der Bestimmung. Och, cool. Ist einer der 7 Sternzeichen. Auch geil. Aber eigentlich will ich den Schütze haben davon. Darf ich den bitte ziehen? Oh Mann. Ja, wahrscheinlich. Okay. Das wird alles. 5 und 6 Sterne. Ja. Yeah. Wer bist du? Oh Mann. Ich liebe das Spiel. Weißt du, kommst du. Ich bin alleine, wenn ich jetzt lange Zeit nicht on gewesen wäre, hätte ich schon 12 Dings gehabt. Und durch die ganzen Events, die anscheinend dann auch nochmal da sind, kriegst du nochmal ganz viel in die Stuben. Bam! Feiern würde, ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn es zweimal dingsen würde. Ach, Ritze, dich hatten wir doch schon mal. Ich habe ein Déjà-vu. Ah, geil, okay, los geht's. Los, okay. Okay. Okay, 7 Sterne. Ich würde sagen, ja, es lohnt ein bisschen. Bitte nicht den gleichen. Natürlich den gleichen, weil ich so viel Glück habe. Wir dachten, sie ist so jung und macht doch ein ganzes Deck mit ihm, bitte. Danke. Alter. Ja gut, wenn ich jetzt nur was ziehe. Ich glaube, ich ziehe jetzt nur einmal, wenn da nichts Geiles rauskommt. Oder ich ziehe jetzt danach noch einmal, wenn da das gleiche rauskommt, wieder höre ich auf. Hallo, wer bist du? Oh, du hast mich beschwert. Na gut, die große Kaffa wird dir helfen. Ah, ich glaube, ich habe dich schon mal in 7 Sterne. Ich glaube, ich habe die immer noch. Dunkelschlange, ja gut. Das kann ich. Ich will einen der coolen ziehen. Als ob. Ach Junge, wenn das jetzt wieder der gleiche ist, dann gehe ich heulen. Junge! Dreimal den fucking gleichen! Okay, bei dem ist ich nicht mehr. Das ist scheiße. Mann. Ich dachte, ich ziehe am Gilddorf oder irgendeinen krassen hier. Nee, geht weg, jetzt ziehe ich Ehre. Gib mir die Starter, du bist kein Starter. Gib mir Starter. Mann. Jeans. Nein, natürlich nicht. Mann, die würden so gut in mein Team passen, bitte. Hä? Achso, dann konnte ich nicht mehr. Schade, Mann. So, bis 20 hier, was willst du denn jetzt? So, weil ich so oft gezogen hab, ne? Krieg ich jetzt wahrscheinlich noch ein Beschwörungsticket. Das wäre jetzt echt lustig, muss ich mal sagen. Bitte? Ja, ist klar. Okay, wir ziehen nochmal. Weil wir so viel Glück haben gerade. Komm, gönn dir. Komm, gönn dir. Okay, ich hab nichts gesagt. Alter. Bitte. Ja! Ist es der? Bitte! Setz dich nicht zu einer neuen Schlacht ein, na gut. Ich muss nur wie mein Schwert schwingen.
Cool. Der sieht richtig episch aus, muss ich mal sagen. Kriegsfeuer Avant. Plus 30 LP Prozent wie alle Einheiten. Den Brave Burst, den lese ich. Krasse Scheiße. Aber es war nicht Gildorf. Wobei, der Typ, der hier drauf ist, den haben wir gezogen. Und da ist halt noch der andere. Klaus! Wir können Klaus ziehen! Oh Mann. So, Team, jetzt hätte ich mal mein Team. Ich bin nämlich schon richtig krass. So, hier seht ihr einmal mein Full-Starter-Team. Mein völliges OP-Team. Das auf einmal etwas weniger hat, was ich gar nicht verstehe. Ja, den wechseln wir den mal aus. Dann machen wir den raus. Okay. Hier sind auch Starter drin und. Okay, das ist jetzt nicht mein ultimatives. Ich habe hier irgendwo noch ein krasseres gehabt. Ja, das hier war ziemlich krass. Wirklich ziemlich krass. Ja. Und die können wir jetzt alle richtig OP machen, die wir gerade bekommen haben. Da war's. Nee, das hier ist auch ein cooles Team. Und zwar ist hier Maxwell dabei. Dings, den einen, der uns jetzt mal hilft. Der hier. Wenn ich gerade drauf habe. Dann noch mein Feuerstarter, Elektrostarter. Also der Feuerstarter war übrigens mein allererster. Und noch. Wer bist du? Wer bist du? Kriegsfeuer Arbeit. Achso, ich dachte gerade. Das ist die Bleche. Oh, euer Team noch hier, glaube ich. Ja! Das wird lustig. Mein Feuerstarter, nehmen wir noch den da rein. Wie viel? Doch, der 20 kostet. Okay. Boah, ich liebe Feuereinheit. Und wir haben hier dreimal den fucking gleichen! Zwei Meritien. Ich fühle mich so leicht verarscht, aber nur ganz leicht. Nein. Nur werde ich gemobbt. Selbst das Spiel mobbt mich. So, wir können übrigens auch zweimal den gleichen Charakter drin haben. Okay, da das funktioniert, nehmen wir jetzt noch zwei random Dinger rein. Dich. Einfach aus Prinzip, weil wir dich dreimal gezogen haben. Können wir dich nochmal reinmachen? Bitte? Nee, okay. Wen nehmen wir denn rein? Ritze? Nee. Komm dich. Aus Prinzip! Ja gut, die kannst du stehen. Okay. Ich will Einheiten gehen. Ich will zum Vorlauf zurückzugehen. Und hier auf verschmelzen. Ach nee. Muss ich ja erstmal abholen. So, jetzt gehen wir auf unsere Geschenke, die ich 5 Billiarden habe. Bitte? Hallo? Leute? Hallo, bitte? So. Einmal Feuerstoßkaiser. Ach komm, geht noch. Ach verdammt. Ach Mann, jetzt habe ich keinen Platz mehr, weil ich dreimal die Gleitzungen habe. Okay, dann benutzen wir bei dir fürs Training. Hinzauber. Zweimal. Was schon irgendwie traurig ist. So, wo sind die Feuerstoßkreise? Da ist einer. So. Der wird jetzt schön hochgepusht. Obwohl ich das eigentlich hätte bei dem Feuer machen sollen, aber egal. Ach, den mach ich episch hoch. Level 15. Brave Burst Level 18 und 8. So rum. So, wir haben hier noch ganz viele kleine Einheiten. So, ja, durch die 10er-Beschwörung haben wir jetzt so viel Platz verloren. Doch, ich will kaufen. Ich kann kaufen. Den habe ich aber auch noch nicht aufgewertet. Guckt ihn euch an.
Er ist wieder Drachen mit eiskaltem Blick. Nur mit 7 Sternen und auf Boom. Also, ja, ich bin schon mal gefällt. Ich liebe solche Spiele. Es spielt sich einfach von selber, theoretisch. Patrick sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Denn. Spielt sich ab und zu so. Ich bin einfach. Lass mich ein, bis das Spiel mich verarscht und dann level ich mich auf Level 139 und bin einfach komplett overpowered. Ich kann auch entwickeln. Was brauche ich da für dich? Ich weiß nicht, welche Dinger mir alle holen. Aber wenn ich Glück habe, geht es. Ja klar wird das gehen, es wird definitiv gehen. Ich bin eigentlich relativ dumm, dass ich gerade die Dings zu verschmolzen habe. Anstatt hier drin. Was ist das? So, wo soll ich hier? Andere Stadt. Anstatt ich hier drauf gehe und dann auf. Was fällt da? Okay, das gucke ich mir nachher. Auf Handel. Über Dragon Ball Dokkan Battle. Hält sich Parallelen. Nein, Steine gehen. So. Ich hab genug Karma. Das Handy aus der Hand. Nice. Ich hoffe, dass ich die Aufnahme auch nehmen kann. Dass sich das Spiel manchmal denkt. Junge, ich kacke einfach ab. Und ich glaube, du warst das. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut not sicher. Und dann vor allem mit diesem System ist es einfach so einfach, seine Start. Wenn du im Internet guckst, was du für was brauchst, aber das. Vor allem das Konzept ist bei allen gleich, also bei allen Startern, also bei Wasser, Feuer, Erde, Luft. Luft vor allem. Licht. Licht bin ich mir nicht sicher. Donner suchen. Denn es ist einfach komplett, was das angeht. Weil die einfach immer die Kleinheit benötigen, nur immer vom Wasser. Ja, genau, so war das jetzt. So, Level 80. Als ob ich den auf Level 80 kriege. Ich Feuerkristalle kann ich nicht mehr für den benutzen. Guck mal, jetzt erreicht's, werde ich dich auf, weil ich Platz brauche. Ich nehme Wasserkristall auch mal mit. So, Alter, wie fett die sind. Oh. Bitte. Ja. Success. So erreichst du also deine Ziele. Ich fühle mich. Ja, Max Level. Nein, ich möchte nicht weiterentwickeln. Aber das können wir auch noch machen. Das ist cool. Das ist. Jetzt habe ich hier die ganzen Einheiten. Mann! Ah, jetzt weiß ich, wieso ich manche Einheiten nicht weggeben kann. Da eine Kette dran gemacht, also so ein Schloss, dass ich die nicht wegmachen kann. Ach doch, das ist verdammt schlau. Oder sind welche im Team? Ich euch so verschmelzen. Ah ne, auch Junge, ich bin total komplett. Das Spiel hat mich einfach gerade geflasht mit 1000 Sachen, die ich gleichzeitig machen muss, kann, werde. Mann, heute würde ich auch noch Dragon Ball aufnehmen, aber. Nein!
Jetzt hab ich's verraten. Shit. Jetzt kennt ihr mein neues Projekt, weil die Folge wird vorher kommen. Fuck. Risswegweiser. Redrak. Ist der in die Seedrak? Wir sind hier auch immer. Viel zu viele. Aber so langsam kriegen wir es runter. Das ist ja. So, jetzt zeige ich dir das Krasseste, was es hier überhaupt gibt im Brave Frontier. Und zwar den Pokémon. Und guckt euch den Hurensohn an, was der da mit unserem Charakter macht. Froggy Sussess! Ich weiß, ich werde meine Kräfte wiedergewinnen, weil geht's wieder aus dem Feld. Habe ich wieder gesagt. Nein, halt auf dich direkt. Es macht einfach Brave Burst Max. Das normale Level. Die Werte Max. Ja, ich möchte weiterentwickeln. Ich möchte noch so einen, das war so krass. Sicher eine Entwicklung! Und die geht hier zu. Oh. Meine Erinnerungen kehren wieder. Und mit ihnen meine Kraft. Ich muss weiter. Ja, gut. Ich würde sagen, du hast jetzt 100 Level. Dein Flammenschein. Aber das kriegen wir wieder hin, Bro. So. Komm mal rein. Zack. Zack, zack, zack. Ich hoffe, das reicht. Ah, nee, das kann ja nicht reichen. Doch, klar. Nein! Okay, die drei Platzfrösche sind total verschwendet. Oh Gott. Nein, nicht unbedingt. Ich hab ja jetzt mein Super Brave Bird. Der ist ja Level 6. Der kann nur sowas. Also 6 Sterne. Ja! Super Brave Burst of Doom. Super Brave Burst. Das ist dann direkt auf Level 3. Kann das? Nee. Wechseln. Nee, Level 4 sogar. Zerstäuber. Mächtige 15er Combo gegen alle Feinde. 2 Runden lang Chance. Auf. Das Team hat hier drücken. Ich will euch schon mal das ganze System zeigen. Team. Bitte. Fuck. Sorry, Bro. Alter. Ja, gut. Der eine hat 48, der andere 30. Der und hier unten 20 und der mit 36, weil er ein Starter ist, dann egal, mit 7 Sterne. Ist aber auch schwächer. Und du schiebst ihm jeden einzelnen Imp in den Arsch, damit sein Angriff noch höher steigt, aber selbst da macht. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt. Ach, stimmt, ich habe ja Schlüssel bekommen, das ist ziemlich chillig. Und dann kann man da jetzt ein bisschen. Ich mache gerade stumm, weil meine Mutter kommt gleich rein. Und alles auf einmal. Die Latex-geile Stimme. Einmal pro Tag. Absolutes Paradies. Der Pick. Unglaubliche Beute.
Ja komm, einfach aus Prinzip. Aber ich weiß nicht, ob mein Team ausreicht dazu. Erste Petition. 7 Kämpfe, 15 Energie. Ich bin nicht gut direkt. Wäre suboptimal. Deswegen nehmen wir direkt mein OP-Team. Ich beliebe natürlich mein eines. Aber ich möchte ungerne, wenn man nur einmal am Tag machen kann, verkacken. Vor allem, weil sie nur einmal am Tag ist. So, na dann machen wir mal der Riss in meiner Hose. Los, funktioniert. Los. Yeah. Das hat sich irgendwie gar nichts geändert. Früher war es komplett anders, auch ich hätte auch hier ändern können. Ja gut, hab ich gesagt. Oh scheiße, meine Heilung. Ach, die werde ich nicht brauchen. Erster Gegner, alle meine Einheiten tot. Ja geil, wofür habe ich denn 7 Sterne? Mann, dass man so viele Kosten braucht. Ich habe ja ich habe über 150 und das ist trotzdem nur... Oh, impressive. Hallo. Man kann auch immer einen Freund mitnehmen. Wenn das Gebet von Startup Online Problem ist, die auch die Taste zu drücken. Wenn dann auch das Super Brave Boys, wie es so machen. Und das spielt sich halt auch so auf die Startup Online Charakter und für cool auf das Wort. Ich hab angezeigt, dass es ein ist. Ich hab gar nicht viele Freunde. Alter, zerleg den doch mal nicht so brutal. Ich kann ja nichts dafür. Und die Leiste ist einfach direkt. Das ist einfach so heftig. Wir können die ganze Zeit die Brave Boys haben. Wie ihr da seht, jetzt. Und deswegen leckt das Spiel auch so. Alter, das hat mich abschmiert. Wahrscheinlich schmiert gerade die Aufnahme ab. Alter, zu viel Schaden in die Fresse. Alter, ich hab noch nie so viele Zahlen auf einmal gesehen. Außer im Matheunterricht. Bitte? Ist das tot? Danke. Alter, was ist denn falsch bei euch? Alter. Ey, es kommt immer den gleichen Gegner. Was? Wir haben mir das cooler vorgestellt. Mann. Mal Medien links runter. Ich die ganze Zeit Angst habe, dass ich dann zu leise bin und die hört die ganze Zeit klick, klick, klick. Piu, 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 piu. Und mein Handy in Flammen aufgehen. Ja. Oh, das ist auch eine Sache. Wenn man 7 Sterne hat, sind wir jetzt gerade alle, dann kann man den Overdrive aktivieren, wenn man das Brave Burst levelt. Beim normalen Brave Burst, das ist ja 10 und 10. Wenn du beides auf 10 hast, dann wird der freigeschaltet. Das ist dann der ultimative auf Doom Brave Burst. Und der hat der macht erstens richtig krassen Schaden und richtig krasse Effekte. Und die Overdrive-Leiste führt sich halt im Kampf immer weiter. Und der PC, der macht Auto jetzt, also wenn ich auf Auto mache, Brave Burst, also diesen Ultimate Brave Burst, dem NPC am sinnvollsten kommt. Also das ist jetzt wahrscheinlich die Waage der Beurteilung, weil die meine kompletten Einheiten komplett voll heilt. Warum ist hier ein fucking Platz, Frosch? Was machst du hier? Nee, das ist ein Feuerstoßkaiser. Was macht der hier drin? Ist das überhaupt ein Feuerstoßkaiser? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und er haut natürlich schon Schaden, 1000 Schaden. Ja! Yeah. Ach nee, das war kein Feuerstoßkaiser, das war einfach nur Sky Hero AT. Den geh doch weg. Und Spark ist, wenn Angriffe gleichzeitig auf einen Gegner gehen und die gleichzeitig Schaden ausüben, dann machen sie gleichzeitig mehr Schaden, weil sie sich verbinden würden. Ja, krasse Scheiße. Das war jetzt das krasseste Event ever. Krassen Loot hat man da ja bekommen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich der krasseste. Der krasseste Loot der Geschichte der Menschheit. Beste Valkyrie. Spiegelscherbe. Okay, interesting. Oh.
Okay. Wow. Ein Juwelengott, der bringt mir richtig viel Geld. Nee, der ist jetzt einfach weg, der Riss. Donnerhexe, Name der Bla. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ihr habt einen richtig krassen Part gesehen, wo ich einfach fast gezogen habe, die ganze Zeit organisatorisches geredet habe. Und immer noch 20 Geschenke habe, die ich über die Tage machen kann. Laufen die irgendwann ab? Ich bin mal gespannt. Weil wahrscheinlich hätte ich dann sogar noch mehr bekommen. Alter. Also ich kam hier rein, da waren es 36 oder so. Und da habe ich mir schon gedacht, okay. Okay, das war das. Wir haben noch wahrscheinlich noch 4 Feuerstoßkaiser. Hier eben 2 Rätselfrösche, 2 Sphären, 6 Platzfrösche, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, sogar feuchtige Imps. Und dann einen Sphärenfrosch. Metallgespenst, was zum Aufwerten ist, bringt aber gar nichts. Und ein Rissweiser Sidrak. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, that was it with this part. Ich würde mich über ein Abo freuen, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst werdet. Und ja, ihr könnt euch gerne einen Kommentar da lassen, ob ihr mehr sehen wollt. Wenn ja, dann ich nehme es gerne auf. Und würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt Daumen hoch. Wenn nicht, gebt Daumen runter. Bis dann und ciao, euer Firelexer.